Vor 100 Jahren hat man auch nicht mit dem Flugzeug oder mit einem Schnellzug reisen. Es ist alles viel länger gegangen. Das Reisen hat sich in den letzten 100 Jahren extrem weiterentwickelt. Wie sieht das Reisen in der Zukunft aus? In der Zukunft wird sich die Welt immer weiterentwickeln. Auch das Reisen wird sich verändern. Auf der einen Seite wäre auch der technische Aspekt. Unsere Welt wird immer moderner. Es gibt immer neue Flugzeuge, neue Schiffe, neue Züge. Eine ganz grosse Neuerung ist der Weltraumtourismus, der gleich real werden kann. Vielleicht kann man plötzlich auf Raumstationen oder gar auf anderen Himmelskörpern Ferien machen. Neben der technischen Entwicklung gibt es auch eine Entwicklung des Bewusstseins. Man kann nicht mehr einfach so reisen, man kann nicht mehr nur auf Technik schauen. Es gibt auch andere Aspekte. Ganz wichtig ist das Klima. Den CO2-Stoß müssen wir unbedingt verringern, sonst gibt es in 50 Jahren gar keinen Planet mehr, wo wir reisen können. Darum werden wir vielleicht plötzlich entweder neue Motoren müssen entwickeln, dass Fliegen umweltfreundlicher wird oder einfach viel weniger fliegen. Wir müssen länger an einem Ort bleiben, dass wir noch kennenlernen können und uns fragen, ob wir wirklich so weit reisen müssen, um etwas Neues zu sehen. Wie du siehst, wird sich in Zukunft viel verändern. Was denkst du, wie wirst du in Zukunft reisen?